Wer ist da? Die Post. Hallo? Superhexe Lilly, wohnt die hier? Ja, das bin ich. Ich meine, die wohnt auch hier. So, da ist er. Ein schöner Brief. Goldenes Wappen, rotes Siegel. Habe ich noch nie gesehen. Sehr geheimnisvoll. Bitte sehr. Ja, danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Was ist das? Ist für mich, Leon. Zeig doch mal. Wozu? Briefe sind für Leute, die lesen können. Und für dich? Lilly, Leon, es gibt Pudding. Und für kleine Pampersrocker wie dich gibt's Pudding. Oh ja, Pudding. Kommst du? Ja, gleich. Das ist Lilly, die Hauptperson unserer Geschichte. Sie ist ungefähr so alt wie du und sieht aus wie ein gewöhnliches Kind. Das ist sie eigentlich auch, aber doch nicht ganz. Lilly besitzt nämlich etwas, was überhaupt nicht gewöhnlich ist. Ein Hexenbuch. Eines Tages fand Lilly es neben ihrem Bett. Die alte Schusselhexe Surulunda Knorks hatte es ihr geschickt. Denn sie fühlte sich zu alt für all die Zaubereien und wilden Hexentricks, die eine echte Superhexe beherrschen muss. Nachdem Lilly alle Hexenprüfungen bestanden hat, ist sie nun die neue Superhexe. Aber das muss geheim bleiben. Super geheim. Niemand darf davon erfahren, auch ihr kleiner Bruder Leon nicht. Das ist gar nicht so einfach, denn Leon ist sehr neugierig. Darum schließt Lilly ihr Zimmer auch vorsichtshalber ab, bevor sie ihr Hexenbuch unterm Bett hervorholt, um neue Zaubersprüche zu probieren. Aber aufgepasst, versuche lieber nicht, Lillys Hexereien nachzumachen. Hast du nur ein Wort falsch gelesen, wird Zahnbürste zum Hexenbesen. Aus Lehrerin wird böser Schurke, aus Eis am Stiel wird saure Gurke. An die Superhexe Lilly. Der Brief kann ja nur von Surulunda oder von Hector sein. Sonst weiß doch hoffentlich niemand, dass ich... Also. Hochwürdige Superhexe Lilly, wir haben ein großes Problem. Der königliche Thron unseres Landes ist von böswilliger Hand verhext worden. Wir benötigen einen Gegenzauber. Kannst du uns bitte helfen? Wir hoffen und warten dringend auf deine Unterstützung. Hochachtungsvoll, Gulliman, Großvisier von Mandolan. Verflixt, woher kennt er mich, dieser Gulliman? Großvisier von Mandolan, was soll das sein, ein Großvisier? Und wo liegt Mandolan? Ach, das haben wir gleich. Surulunda hat ihre Kristallkugel, ich habe meinen Computer. Ich wohne ja auch nicht im Düsterwald. So. Stichwort Mandolan. Ah. Das ist Mandolan, das sagenhafte Königreich mitten in der Wüste. Wow! Oh, wunderschön! Eine Oase. Oh, da möchte ich wirklich hin. Da bin ich. Hector. Du hast mich gerufen. Was? Nein, habe ich nicht. Hast du doch. Lilly bemerkt ein schadenfrohes Lächeln um die Mundwinkel des Magiers, als sie den Thronsaal betreten. Gulliman hingegen macht ein Gesicht, als ob er zum Schafott geführt würde. Wahrscheinlich zu viel gegessen. Die Kissen sind gestapelt, wie ihr befohlen habt, Herr. Gut, dann zieh jetzt die Tücher vom Thron. Ja, Herr. Na, mach schon, zack, zack. Wie befohlen, Herr. Wow, der Thron in echt. Und darauf sitzt euer König? Nein, ja, sollte er eigentlich...
Das ist ja unser kleines Problemchen. Was jetzt genau? Ja, der König ist... unser geliebter König Nandi... Also mein Onkel, mein armer Onkel. Er ist tot. Oh Gott, ja, wie schrecklich. Oh, das tut mir leid. Herzliches Beileid. Aber was ist euer Problem? Zeig es ihr, Gulliman. Also, ich muss doch die Regierung meines Onkels übernehmen. Und dazu muss ich ja wohl auf den Thron. Aber der Thron, ja, also dieser Thron, der ist verhext. Nun, geh schon. Setz dich drauf. Zack, zack. Muss das sein? Es muss. Leise vor sich hin jammernd schiebt der Großvisier seine Leibesfülle Richtung Thron, steigt das Treppchen zum Sessel hinauf und nähert seinen Po vorsichtig, sehr, sehr vorsichtig, der seidenen Sitzfläche. Aber kaum hat er sie berührt, fliegt er wie eine dicke Kanonenkugel quer durch den Saal und landet genau neben den Kissen, die Leila extra für ihn aufgestapelt hat. Das ist also die verbotene Stadt. Was ist denn daran so verboten? Ich sagte doch schon, keiner kehrte je zurück. Kopf hoch, Musa. Wir schaffen das schon. Ich nehme jetzt erstmal ein Bad. Nein, tu das nicht! Hector, du darfst keinen Tropfen davon schlucken. Das Wasser ist giftig. Was? Hector, komm raus. Schnell. Komm. Giftig? Ich glaube, ich hab... Hast du was geschluckt? Nein. Naja, ich hab... Hector, nein. Bitte mach die Augen auf. Hector. Bitte. Hector. Ich brauche dich doch. Ich hätte euch warnen müssen. Wird er wieder gesund? Ich weiß nicht. Ein Mandolaner wäre jetzt tot. Aber er ist ja ein Drache. Flugdrache. Oh, ja! Halt durch, mein lieber kleiner Flugdrache. Du schaffst es. Du wirst wieder gesund. Lass mich hier, Lilly. Ihr müsst den König befreien. Aus der verbotenen Stadt. Mach's gut. Es war schön mit euch. Damit macht man keine Witze. Hector, bitte werde wieder gesund. Ich verspreche dir auch was. Was denn? Wenn wir das hier hinter uns haben, kaufe ich dir die Flasche mit Suki. Die braucht dich auch. Du bist doch ihr Meister. Suki. Suki. Meine Suki. Oh, ich will dir auch was schenken, Lilly. Die Flöte. Nimm sie mit. Vielleicht hast du ja mehr Glück mit ihr als ich. Hector? Er ist wieder ohnmächtig. Musa, können wir denn nichts tun?